Meine Lehrer haben den Höhle-Schulenkreis, auch mein Lehrer. Und durch ihn sind viele, viele Kinder und Jugendliche in der Zeit bis heute eigentlich in den Fanfarenzug groß geworden. Ich war ja selber auch viele Jahre dabei. Überhaupt kein Mensch kann beurteilen, was du an Zeit, Engagement und Fleiß in diesen Fanfarenzug gesteckt hast. Und wir möchten uns bei dir auch ganz herzlich bedanken, was du uns allen gegeben hast. Nicht bloß im Fanfarenzug, du hast auch menschlich viel gegeben. Wir vergessen deine Witze nicht, die du uns gelernt hast, deine Sprüche, deine Trinksprüche, die vielen Sachen, die wir gemeinsam erlebt hatten. Ich denke an Strausberg, an Potsdam und Leipzig. Wir waren mal eine schöne Geschichte mit dem Zug unterwegs nach Erik und hatten alle kein Geld. Dann hat er überhaupt gesagt, passt auf, nimmt mal meinen Hut und geht mal rum, der Lokführer hat Geburtstag. Dann sind wir mit dem Hut rumgelaufen und wir hatten wirklich fast 150 Mal eingesammelt, wenn man dann schön vertrunken. Eberhard, die Idee mit dem Lokführer hat Geburtstag, eine ganz, ganz tolle Sache. Vielen Dank. Okay, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie das eigentlich damals in der Goethe-Schule war. Naja, 50 Jahre sind schnell vergangen, heißt es manchmal, aber bei uns noch nicht so. 64 war das, als es anfing mit den alten Trommeln, Ich hatte damals eine große Unterstützung. Durch die Klemmen von Beutron, die die Fanfaren gebaut haben, und auch durch, da die Trommeln immer gebaut haben, das gab ja nicht. 69 war ich das erste Mal, aber mit Unterstützung der älteren Kleine und Gleichstuhl, die dann schon besser waren, waren wir in Leipzig mit deutschen Berufsstätten. Das war das erste große Erlebnis. Wir sind dann immer dabei gewesen, wenn große Sachen überhaupt vor den an uns herangetragen wurden. Wir waren x-mal zurückgeschmissen, das war sowieso klar. Und wir haben bis 89 unser Niveau gehalten in der Sonderklasse. Wir sind 90 gleich weitergekommen. Wir haben 90 gleich weitergemacht und hatten eine Einladung zum deutschen Turn- und Sportfest nach Dortmund. Das war ein großes Erlebnis, da hatten wir nicht mal das Restgeld. Und von da an ging es aufwärts. Wir waren auch auf der Rosenheide und in Bayern. Wir haben also sehr viel von Deutschland gesehen. Und ich habe heute glücklicherweise etliche getroffen, die früher dabei waren, die von Bayern jetzt hier angereist haben, die sich gefreut haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass hier so viele Kreizer da sind, die uns die Musik treu geblieben sind oder die uns die Musik nach wie vor lieben. Das freut mich ganz besonders. Und ich bin auch auf die Veranstaltung heute. Noch weiterhin alles Gute. Vielleicht kommt auch noch mal die Sonne raus. Dankeschön. Ich denke mal, verdient hätten wir uns noch ein bisschen Sonnenschein heute an diesem Samstagnachmittag. Eberhard, als letzte Ansage, was ist das für ein Gefühl? Vor 50 Jahren den ganzen Verein gegründet, unter ganz, ganz schwierigen Bedingungen, wie du gerade eben selbst gesagt hast. Und heute wird dein Kind 50, ein halbes Jahrhundert. Was geht dir da für Gedanken durch den Kopf? Eine große Freude, dass alles so entwickelt wird. Und vor allen Dingen, denn Libby und diese alle ganz jetzt sich aufführen, denn ich möchte es nochmal aufstammen. Charlie sowieso, die alles dazu beigetragen hat, dass die Gruppe noch steht. Und wir danken Eberhard André für die seinerzeit 1964 geniale Idee, den Fanfarenzug-Kreis zu gründen. Eberhard, dir noch einen richtig schönen Tag hier im Kreise deiner Lieben, deiner Weggefährten, kann man schon sagen. Und natürlich auch für dich, für die Zukunft. Alles Gute. Danke. Ja, ich schließe mich natürlich an, mein Freund Epp. Wir haben noch viele schöne Stunden erleben, das weißt du, ne? Und liebe Kreizer, ihr habt es gehört, der Fanfarenzug-Kreis ist was Besonderes. Auch sollte das mal ein bisschen verinnerlicht werden, schickt eure Kinder und Jugendlichen zu uns. Wir haben ein tolles Hobby, man kann ein Instrument erlernen und Instrumente der heutigen Zeit ist sicherlich besser, als den ganzen Tag am Handy oder vom Computer zu sitzen. Und ich denke, man sollte auch mal dran denken, dieses Hobby, was es eigentlich seit Jahrhunderten gibt, eine Naturfanfare, die sehr schwer zu spielen ist,
Der Beckenbauer, der von vorn steht, der 3 Meter vor mir, der wird das bestätigen. Denkt dran, wir freuen uns über jedes Mitglied. Wir wollen den Fanfaren so erhalten, möglichst noch viele, viele Jahre. Dazu brauchen wir die Unterstützung der Sponsoren, die wir hinten alle stehen haben, aber auch Mitglieder, die sich unser Hobby verschreiben werden. Okay, vielen Dank. Ich leite jetzt gleich über, denn jetzt...